Na toll. Okay. So, was nun? Jin? What's the plan? Die Brücke ist verstopft. Okay, Brücke ist verstopft, wir müssen weiter. Eliminiere die Untoten in der Gegend von den Gaia Falls. Alles klar. Können wir so trampeln? Ja, ich trampeln. Trampeln. So, einmal stupen, dankeschön. So, neue Katana will ausprobiert werden, mein Freund. Na, okay, zwei Schläge halt gebraucht. Hatte mir ein bisschen mehr erhofft. Also halt ein bisschen weniger Schläge. Nutzend, brauchend. Aber es ist schon geil. Es ist schon geil, Alter. Du hast natürlich eine geilere Range damit. So, hier ist noch einer. Eieiei. Okay, eine Wasserleiche. Zack, drei Schlitzer mit der Wasserleiche, Alter. Das ist schon geil. Das ist schon cool. Das macht Spaß. Schönes Ding. Ich freue mich ein bisschen. So. Anything will help. Ich hab die Katana ja nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, wa? Ich hab die gefunden und dachte mir, das ist ja kein Arschritzer, das Ding, Alter. Schön für Mülleimer. Und dann? Hey! Super gutes Ding. So, warte mal. Jin, renn mal nicht so weit vor. Ich guck mal hier vorne noch mal kurz, was hier liegt. Kiste, okay. So ein bisschen Loot. Das würde ich schon jetzt gerne mitnehmen. Was haben wir hier? Zerstörerische Machete. Sieht nicht schlecht aus, nehme ich mit. Und was haben wir da noch? Ah, okay, hier finden wir natürlich nicht mehr so viele, sag mal schnell, so viele Energy Drinks. Sondern wir finden hier überwiegend Früchte und so ein Plunge irgendwie, der uns leider nicht so viel Heilung wieder gibt. Das heißt, wir müssen besser werden. Ich sehe schwarz. Alright. Let's get going before any more of them show up. Okay, gut, wir müssen zum Dorf. Dann auf geht's. Vielleicht erkunden wir dabei jetzt so ein bisschen auch noch die Insel oder den Dschungel, was er sagt. Ja, sieht schon geil aus, oder? Also jetzt seid mal ehrlich, werdet ihr gerne im Urlaub hier? Oder würdet ihr nur am Strand abhängen? Wenn ihr die Wahl hättet. Also Morrisby war jetzt halt nicht so der geile Hit irgendwie, da würde ich jetzt nicht so lange rumeilen. Zack. Aber tatsächlich finde ich, dass der Dschungel halt auch so geil ist. Ist done. Wie eine Wasserleiche da vorne. Zack, zack, zack. Ah, nicht mal ein Tausender, schade. Aber Früchte, Früchte, Früchte und Riegeln. Njam, njam, njam. Ja, wir kriegen echt nicht viel wieder, wa? Dadurch ist... Mann, Mann, Mann. So, okay, Jin, da bin ich wieder. Hey. Was ist nach vorne? Mal ein Auto? Ah, leider umgekippt. Mist. So, okay, beim Katana muss ich ein bisschen aufpassen. Es geht relativ schnell runter. Ah, Mist. Schade, kommt mal lieber zu mir jetzt hier. So, bin fort von Jin. Zack, wunderbar. Schön durchrasiert hier. Können wir nicht das Auto nehmen? Lass uns das Auto nehmen, Jin. Ah, schön. Energy Drink, das ist gut. Okay, sie rennt einfach weiter. Kann man machen. Ich hätte ansonsten gesagt, lass uns doch das Auto nehmen. Ah, sie hat bis an die Hälfte des Lebens, ey. Muss ein bisschen aufpassen. Wollen wir da vorne das Auto nehmen, Jin? Was ist denn, wenn ich jetzt einfach einsteige? Kommt sie mit? Die kann ja nicht einsteigen, das ist ja toll. Das ist ja super. Okay, dann lasse ich euch jetzt mir alle mal so ein bisschen so links liegen. Und muss ein bisschen jetzt hier auf das Mädel aufpassen. Okay. Gut. Achso, hier sind das. Dachte schon, wo fallen sie jetzt hier gerade von der Felsen runter? Meine Luftfeuchtigkeitstechnisch wird das hier der totale Albtraum. Da macht kein Haar mit. So, was haben wir denn hier? What Alge. Do we have here? What do we have here? What the hell happened here? Is this infection all over the island?
Sind wir jetzt da? Ja, also klar, ne? Wir haben die Zombies hier. Natürlich ist die Infektion hier schon angekommen. Dorf am Fluss. Okay, wir haben das Dorf erreicht. They were caught totally by surprise. Ja, das sieht so aus, ja. Oh, ziemlich übel. Oh Mann. This is never gonna end, is it? Ich würde dir gerne was anderes sagen wollen, aber ich. Es sieht schlecht aus. Jean, what are you doing here? Get inside quick. I will open a door for you. Mohakin, okay. So, dann gehen wir mal rein. Hallo, Matutero. Matutero, where is Moen? I'm getting to that woman. Einer der Killer, ne? We've been through hell here. Last night, a whole mob of those crazy motherfuckers came crashing in here like bloody animals. It's amazing anyone is still alive. I'm here to talk to Moen. Where is he? Moen ain't here. I take care of business for him. Haven't laid eyes on the morgue since everything gone crazy. I can take you to see him, but first, you do me a solid, right? Depends on what it is. Was hast du denn? Was kann ich dir denn für einen Gefallen tun, mein Großer? Here's the story. Afran fucked us good, man. Ja, his morgue stole every single gun we had. Lucky for us, Afran's people didn't get too far, though. We heard on the radio that their car got swamped and they're stuck out there, waiting for help. Go there and get our weapons back, and I'll tell you how to find Moen. Na, das schaffen wir doch. Das machen wir. Let's do it. Alright, just hurry. Those bloody fools won't stick around there forever. If you want to get those sons of bitches, you better hurry. There is a shortcut up to the village leading through the canyon and Ghost Village. Hm. Go that way and you will sneak up on those bastards from behind. Wer spricht da? Ach du, du bist so getarnt hier. Mit dem Motorradhelm, also wirklich. Okay. Katana mal schnell reparieren, zack. Und, oh, Brecheisenschock. Brecheisen bringt mir nicht so viel, aber ich nehme es trotzdem. Ich nehme es. So, did you take care of your business? So, was haben wir denn hier? Tauchermesser, okay. Kann ich hier mal kurz an die Körbchen? Dankeschön. Was haben wir da noch? Eine Aufzeichnung. Na, Alkohol. I'm riding in a 4x4 following a group of survivors heading into the jungle. Apparently someone on the radio is leading them to the source of this. So, Jimmy, lass dich mal kurz bei den Idioten hier. There's supposed to be some kind of a lab hidden in the jungle. Could this be some sort of experiment gone wrong? Some kind of animal-borne disease like swine flu or bird flu that's mutated? If this spreads beyond Vanoi, if it were to hit a major population center, it could be the end of everything. People need to know what this is. Maybe they can look out. Okay, Unfall gehabt. So, was haben wir denn hier? Warte mal. Ist der Schrank von hinten aufgemacht. So, und sehe hier noch so einige Ausrufezeichen. Die quatschen wir mal kurz alle an. Wir holen uns erstmal die ganzen Quests irgendwie alle ab. Was heißt, ich sehe aus wie Shit? Spinnst du ein bisschen? Keenan Fischer? Was ist mal angekickt mit deiner Hose? Bitte dich. Matutero told me to repair the gate. Unfortunately, the tools are in the house by the pier. And those things are over there. Ja. Those people who won't die. Will you help me out with them? Ich muss jetzt dein Werkzeug holen, gar kein Problem, das machen wir. Definitely. Thank you. I'll be right here. For the time being, I have nothing to say. Ah, 56 Meter, das ist gleich um die Ecke, das machen wir. Das machen wir, das ist doch schnell verdientes Geld jetzt hier. Keenan Fischer. Take care of your business. So, was haben wir hier oben, was ist das? Zaunbrett. Sachen gibt's. Ist auch sehr schön. Schön entspannt. Wie gesagt, es hat halt eine groteske Faszination, dieses Spiel. Ne? Auf der einen Seite ist es halt extrem abstoßend durch seinen Gewaltheitsgrad und durch seine gorigen Effekte. Aber wenn man sich halt diese wunderschöne Landschaft hier anguckt, dann so eine Musik dazu. Ich möchte mich einfach jetzt nur hinsetzen und ganz in Ruhe hier rausgucken. Einfach schön. So, na gut. Dann holen wir mal für Tobias das Werkzeug wieder. Okay. Oh, hier ist ja... Muss man mal kurz ein bisschen balancieren hier.
Oh, die fallen runter. Das ist ja fies, ey. Das ist ja immerhin. So, lass mich raten. Schläger. Nee, doch nicht. Ihr seid ja alle. Schläger. Oh, bitte auch nicht die Schläger. Bitte, bitte, bitte nicht. So, schön. Und wir haben ihn. Wunderbar. Der kann doch nicht. Ist doch gewusst. Der legt sich rein. Oh, war das? Ach, nö. Ja, kann ich schon wegschnuse noch ein bisschen. Bis das Essen kommt. So, mittleres Medikit. Ein Ausweis. Wunderbar. Ausweis 66. Körbchen. Durchsuchen. So, kraftloser Schraubenschlüssel. Blablabla. Pipapo. Was haben wir hier? Knallharter Messing-Schlagring. Toll. Super. Okay, scheinbar haben wir das Werkzeug jetzt schon aufgenommen und können zu Tobias wieder zurückgehen. Sehr schön. Wie hier um die Ecke noch was? Nee, nicht mehr. Die Kiste. Kann ich jetzt eigentlich... Schaffe ich den Sprung noch? Stimmt, wa? Ja, super. Okay, let's go back. So, Tobi, du alter Flachdübler, da bin ich wieder. Thanks for all your help. Gerne. Hope this helps. So, und 3200, das ist gut. Das ist ja gut, das war wirklich, das ist ja lohnenswert. Kann ich ja einmal wieder sterben. Was ist das hier, eine Bratenpfanne? Eine Bratpfanne, hau doch ab, Alter. Eine Bratpfanne. So. Ach, wisst ihr was, ich nehme mal die Bratpfanne mit. Ich werde mal wirklich einmal die Bratpfanne benutzen. Dreck Bock zu. Schön. Bud Spencer-mäßig. So, okay. So, hier vorne war da auch nochmal. Da ist da auch nochmal ein Ausrufezeichen. Over here! Lauren. Hi, Lauren. Grüß dich. Entschuldigung, bitte. Wollte eigentlich nur die Lampe anmachen. A lot of villagers were badly hurt the last time they attacked. Ja. We need bandages and disinfectant to dress their wounds. Habe ich, glaube ich, da. Do you think you could find some for us? Ich habe was da. Würde gehen. I'll do my best. Good. Thank you. Look in Robin's hut up in the village. He had some medical supplies put away for an emergency. Mm-hmm. Please, hurry. The injured are in great need. Okay, gut, wir müssen uns doch irgendwie... Wir können nicht einfach irgendwas abgeben. Wir müssen hier erstmal zu Robins Haus. So, was ist da oben? Komme ich da irgendwo... Warte mal, hier vorne ist eine Leiter. Eine Treppe, was er gesagt. Gehen wir mal hoch. Also es ist es nicht, aber ich will mal trotzdem kurz hier mal reinschauen. Mann, das ist so alles verwüstet hier, ey. So, was ist das hier? Nein, auch nicht. Kleines Kofferradio. Hm. So, hier oben. Da ist es. Das ist Robins Haus. Okay, okay, und hier müssen wir durchbrechen. Schauen wir mal. Natürlich nicht. Aber wenigstens beim zweiten Mal. Das ist wenigstens fast der geilste. Kein bisschen. So. Okay. Klebeband. Schlüssel für den Medikamentenschrank. Super cool. Oha. Ach du Scheiße. Robins Aufnahmegerät. I'm so sorry, Tim. I'm so... What's in here? You weren't you. I didn't know what else to do. Okay, wir haben die Verbände. Champagner. Alkohol. Kehre zu Lauren zurück. Okay, that's it. Die Musik ist wirklich, wirklich schön. Gefällt mir sehr gut. So ein bisschen länger anhalten tatsächlich als jetzt so am Strand. Zwar ein bisschen depressiverer Natur, aber finde es trotzdem gut. Okay, Moment, was war das? Ich sehe gerade irgendwelche Dinge hier vorne. Algen oder was? Leer. Mhm. So, Lauren, ich habe deine Verbände und deine Medikamente. Ich komme. Was hast du für mich?
Thank you. Oh, this will do just fine. Kein Problem. Take this. Here. It's the least I can do. I was hoping maybe you could help me again. There are some local healing herbs we can use to tend to the wounded. Mhm. Would you be willing to locate some for me? Was sind denn für welche? Definitely. This is good karma for you. You'll find these healing herbs growing in the swamps near the village. It's called Gatu Cola. Ich kenne nur Coca-Cola Light. Okay, Gatu Cola besorgen wir. Ist ja gar kein Problem. So, ich schau mal hier vorne nochmal kurz rein. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo einen Ausweis oder einen Tralalala-Blatsch. Und dann mache ich mich mal auf den Weg. Meine müssen. Ach Gott. Ihr Armen. Boah, die sind alle fertig. Wir haben nur noch Bratpfannen hier. So. Okay. Wo bist du denn? Alter, das ist überhaupt nicht unheimlich. So, ist hier unten eine Tür? Kann ich hier bei dir rein? Oh, warte mal, da oben ist noch jemand. Questgeber. Und hier und hoch. So, aber die ganze Zeit oben. Okay. Tod bleibt tot, das ist gut. Zwei sogar, schau mal an. Okay, hier kommen wir nicht rein. Können wir irgendwo durchs Fenster schauen oder so, mit jemandem sprechen? Auch nicht schlecht, um hier seinen Morgencafé und seine Zeitung zu genießen, wa? Hier fällt mir. Darf ich mal kurz? Hey Leute, David. My wife is dead. Tut mir leid, Carter. Vargas is one of our friend's crew. He killed my Katie. She was in his way and he just blew her away. He needs to die. Arschloch. He needs to suffer. Ja, and I'll give you whatever it takes to make that happen. Ich nehme die Bratpfanne. Ich lasse büßen, mein Freund. Carter, mach dir keinen Kopf. Yes. Er wird leiden. All right, then. We have a deal. So wird die ja nicht. The bloody kid was headed back to his boss. When Matutero blocked his way, scared him off. He's headed towards the canyon up from the village. Catch him and kill him and make sure he suffers. He doesn't deserve an easy death. 400 Meter Entfernung. He's getting away. Ja, der ist ziemlich weit weg. So, hier irgendwo war da noch einer. Oh, ist da ein Ausweis, sehr schön. So, hier draußen. Genau. Ja, ich werd's tun, Carter. Entspann dich, ich muss nur kurz hier mal ein bisschen noch was machen. Brian? Afrin said our food supply's on fire. What's left will barely last us till tomorrow. Will you help us? Na klar. All right. Name's Brian. Thanks, eh? Hi, Brian. Hey, we don't know if animals are infected with this shit, so we better not risk it. Hey, you should see if you can find any canned food. I saw some supplies in the bunkers a while ago. Ich hab doch noch welche bei, oder? Everyone is starving. Kann ich dir nicht welche geben? Ja, kann ich. Wunderbar. Thanks. Thank you so much. Gerne. If you find something else out there, you know what? Alles klar. Thanks. Thanks. So, ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab. So, ich hab auch keine mehr. Alles klar, Brian. Ich mach mal los. So. Okay. Das ist schon geil gemacht, dieses Dorf hier irgendwie. Also, schön so mit Brücke darüber und so. Das war alles, hat auch alles so ein bisschen Favela-Charakter, aber ich finde es trotzdem nicht schlecht. Schön gemacht. So, okay. Kurzer Check der Quests. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Schattenverfolgung. 250 Meter entfernt, knapp irgendwie, die ziehen wir durch. So, mal gucken, ob wir überhaupt jetzt hier so sauber überall langkommen. So, okay. Okay, hier oben scheinen wir auf jeden Fall durchzukommen, das ist schon mal gut. Ist das auch jetzt hier wirklich ein Weg, ein begehbarer? Nicht, dass ich jetzt hier plötzlich von einer Klippe stehe oder so, oder von einem Abgrund. Okay, hier haben wir noch ein paar Untote. Die Bolo-Machete macht aber auch einfach Spaß. Die macht aber auch einfach Spaß.
So, 80 Meter noch. Mal schauen. Okay, ein weiteres Dorf. Ich höre erstmal Zombies. Das ist erstmal ganz gut. Also besser als menschliche Gegner. So. Schnell eine Frucht essen. Aber ihr wisst, Apple a day keeps the leichten Beschauer away. In meinem Falle. Schon krass, wenn die ebenfalls Waffen haben. Das haut dann schon drin. Aber ihr habt keine Chance, meine Freunde. Keine Chance. Oh, ist da noch die Wasserleiche? Gar nicht sehen. Okay, ich hätte jetzt da auch die Gasflasche nehmen können, aber es geht ja auch so. Es geht ja auch so. Aber nichts fallen lassen. Gib mal an. Kein Loot. Der Penner. So, was haben wir hier noch? Durchsuchen. Anything will help. Wasserleichenfleisch. Mm, das ist das Beste. Okay. Ich würde mal sagen, ich pfeife mal kurz ein Medikit rein. Okay, okay, der ist ja cool. Alles klar, das sind, ich glaube, Ripper oder wie die Dinger heißen. Irgendwie, die sind brandgefährlich. Sehr schnell, sehr stark. Und echte Arschlöcher. So, okay, ich aktiviere mal meine Wut. Ich sofort niedergemacht. Sofort niedergemacht. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. So, 1000 hat dabei gehabt. Na bitte. Als total gefährlichen Gegner angepriesen hier und den Schlag tot. Kann man machen. Okay, kann man machen. So, okay, also wir mussten jetzt halt wirklich, wir wurden jetzt vom Spiel durch diesen Engpass durchgeschleust hier. Damit dieser Gegnertyp jetzt hier quasi freischaltet oder präsentiert wird. Den haben wir jetzt immer. Das ist genau wie eine Wasserleiche oder ein Schläger. Okay, bleib mal unten. Bitte nur an den Korb hier ran. Das heißt, ab gewissen Punkten haben wir mit denen zu tun. I did some damage. Alter, wie viele Wasserleichen liegen denn hier rum? Okay. Wollen wir mal eine Kiste? Kraftlose Messer. Ist alles nicht so schön. Also tatsächlich ist der Katana jetzt erstmal ein Nonplusultra, was wir haben. Mal schauen, wie es weitergeht. Liefere zwei Waffenkisten an Matutero. Okay, und sie liegen da unten, oder was? Okay, dann müssen wir erstmal jetzt hier rum. Über die Brücke. Ey, ich hoffe, ich kann nicht irgendwie mit dem Auto liefern oder so, weil ich habe jetzt keinen Bock, jetzt hier irgendwie Waffenkisten von A nach B zu schleppen. Oh, warte mal, ich rüste mich mal kurz mit einer Waffe aus. Okay, da vorne haben wir... Afran-Soldat. Stufe 26. Someone's coming. Hey, someone's there. Sind aber auch wirklich hoch emotional, die Leute hier. Okay, da unten kommt jemand. Maybe there's something inside. Maybe. Streikholm. Mann, jetzt alle TNF. Will ich eigentlich haben. Haben wir.
Da unten ist noch einer, wa? Schönes Ding, Hammer. Ich lade mal schnell nach. Oh, noch einer. Haben wir auch? Oha, okay. Wir haben Freunde bekommen. Einer weniger. Wie gesagt, stellt euch das bitte hier nicht wie bei Call of Duty als Ego-Shooter vor. Irgendwie die Waffensteuerung ist echt mega bockig. Irgendwie, das ist, schießt sich nicht geil irgendwie. Tatsächlich macht das manchmal mehr Spaß, einfach nur aus der Hüfte zu ballern. Okay, es sind noch zwei. Ist nur einer, hoffentlich. Nein, das sind wieder zwei. I send you to hell. I send you to hell, my friend. Schön. Okay. Einer ist noch. Oh Gott. Okay, die Kumpels kommen. Gut. Aufstieg, wunderbar. Was? Oh, wie? Na los, komm, zeig dich. Sehr schön. Einer ist noch. Jetzt die Zombies, Alter. Die brauch ich jetzt nur ja nicht hier zwischendurch noch. Lass dir ein bisschen Spaß machen. Okay, haben wir. Schön, schön, schön. So, ich glaube, wir haben die Situation etwas geklärt. Schreit da noch jemand? So, lass mich mal. Ja? Sie wünschen? Du hast irgendwo rumschreien hier, ey. Okay, hier haben wir eine Waffenkiste. Ich würde mal ganz kurz mir die Waffe mal anschauen. 1200. 973 finde ich schon ziemlich cool. Ich glaube, das würde ich tatsächlich mal mitnehmen. Aber ich habe zu viel bei. Ammunit Handbeil kommt mal auf jeden Fall weg. Trägerrevolver fallen lassen. Und vielleicht kriegen wir hier mit der 973... hochgepimpt, vielleicht kriegen wir dann einen guten Wert hin. Wer weiß. So, okay, die Waffenkiste schnappen wir uns gleich. Ich gehe mal hier vorne nochmal ganz kurz hier ans Haus und schau mir das mal kurz an. Anything will help. Oh, eine Frucht. Und danach machen wir erstmal schnell den Level ab. Okay, hier sind einfach nur Früchte da. Hier ist eine Art Altar dargeboten worden. Du hörst hier nur diese Schreie im Dschungel, ey. Wahnsinn. So, okay, gut. Wir schnappen uns die Waffenkiste. Und, okay, nehmen wir das Auto.